Guten Morgen, Leute. Wir machen heute wieder eine Tour und zwar erstmal zur Emerald Cave. Das ist so der berühmteste Spot hier auf Koh Muk. Und danach geht es zur Nachbarinsel Koh Kradan. Also mal schauen, was wir heute sehen werden. So wirklich Bilder oder so dazu angeguckt haben wir uns noch nicht. Einfach entschieden, die Tour zu machen. Hat 500 Baht pro Person gekostet, was so 13, 14 Euro sein sollten. Aber jetzt holen wir uns erstmal was zu essen für die Tour. Übrigens gehen wir fast immer bei Miss Island essen. Das ist das Restaurant hier. Da haben wir gerade auch Frühstück geholt. Weil die haben echt gute Preise, es gibt alles mögliche und super leckeres Essen wirklich. Also das ist ein Tipp, wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall essen. Und das Bananenbrot ist auf jeden Fall auch der Hammer. Ist noch richtig frisch und warm. Und dann können wir jetzt gut gestärkt zur Tour und wir sehen uns gleich auf dem Boot. So, wir sind jetzt am ersten Stop. Die Emerald Cave ist tatsächlich nur diese schmale kleine Höhle da. Die soll irgendwie 80 Meter lang sein. Und dann kommt da drin nochmal ein Strand oder so. Ich bin gespannt. Wir filmen aber nur mit diesem Unterwasser-Handy, was wir noch haben, so ein altes. Ich hoffe, dass man da überhaupt irgendwas dran sieht, weil es ziemlich dunkel aussieht. Ey, wie kannst du springen, ohne unterzugehen? So, wir haben es durchgeschafft. Also aus der dunklen Höhle sind wir gekommen. Es sieht hier einfach hammergeil aus. Also das ist so krass hier ist, hätte ich niemals erwartet. Ich habe wirklich keine Fotos oder so vorher gesehen, sondern dachte, wir schwimmen irgendwie nur in so eine komische Höhle rein und das war's, aber das ist der Hammer. Ey, es ist so krass, also ich finde es tausendmal besser als Maya Bay und sowas. Ist, glaube ich, bisher der schönste Ort oder der schönste Platz, an dem wir in Thailand waren. Also man ist wirklich in so einem Kessel quasi, hier ist die Höhle und man ist halt wirklich komplett eingezingelt und oben sieht es überall so aus. So, jetzt müssen wir wieder zurück durch die Höhle. Wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Boot. Das war echt richtig cool hier. Ich kann es nur empfehlen. So, das hinter mir ist schon Koh Kradan, aber bevor wir jetzt auf die Insel gehen, gehen wir hier nochmal schnorcheln. Gespannt, was man hier so sehen kann. Sieht aber ganz cool aus. So, wir sind jetzt auf Koh Kradan. Wir hatten übrigens erst überlegt, hier zu schlafen, aber Koh Kradan ist super teuer und hier ist, glaube ich, gar nichts los. Das hier ist eins der Resorts und das ist
komplett leer und ein bisschen tote Hose hier. Also ganz gut, dass wir auf Koh Muk schlafen. Da ist definitiv mehr los, aber wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um und schauen mal, was die Insel so zu bieten hat. Also das ist halt eigentlich schon voll der Traumstrand, aber hier liegt wieder überall Müll, super viel sogar, also ich glaube so schlimm an dem Strand hatten wir das noch nicht. Hey Leute, ich hatte ganz verpeilt, mich noch zu melden, nachdem wir wieder auf Koh Muk angekommen sind. Und ich wollte jetzt einfach noch ein bisschen was zur Tour sagen. Also die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war richtig klasse, vor allem die Emerald Cave war so das Highlight mit in ganz Thailand bisher. Und auch das Schnorcheln und die Insel Koh Kradan zum Schluss war halt cool, aber ein bisschen viel Müll auf der Insel tatsächlich. Und das Schnorcheln war jetzt nicht super beeindruckend. Aber ich glaube, wenn man auf Koh Muk ist ein paar Tage, muss man die Tour eigentlich auf jeden Fall machen, weil alleine die Emerald Cave lohnt sich schon. Und dann kann man noch diese Bootsfahrt machen, hat ein bisschen was zum Schnorcheln und kann auf Koh Kradan chillen, auf der schönen Insel. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und für 500 Baht, was so 13, 14 Euro sind, kann man auch einfach nichts sagen. Wir waren 4-5 Stunden unterwegs, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und noch ein bisschen zur Qualität des Videos. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, waren die Unterwasseraufnahmen jetzt nicht die höchste Qualität. Das liegt daran, dass ich ein altes Handy von Bari benutzen muss und wir haben das in so eine Folie getan. Man kann ja so Folien fürs Handy kaufen, damit man Unterwasseraufnahmen machen kann. Das Problem ist, und viele haben das auch schon gesagt, ich soll mir einfach eine Unterwasserkamera oder eine GoPro kaufen. Ich hatte ja eine und die Leute, die mir schon länger folgen, wissen, dass die Panama leider kaputt gegangen ist. Die hat den Kurzschluss unter Wasser und so weiter. Und darum muss ich momentan halt auf diese leichtere Methode zurückgreifen, diese günstigere Methode, weil momentan einfach kein Budget drin ist, eine Kamera zu kaufen. Aber ich hoffe, das wird sich in der Zukunft ändern und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass die Qualität jetzt einmal so schlecht ist oder in der letzten Zeit bei Unterwasseraufnahmen so schlecht ist. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Also Emerald Cave war klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr mehr von Thailand sehen wollt, schaut unbedingt in die Thailand-Playlist rein, die ich hier markieren werde. Und dann bis zum nächsten Video und ciao.